to be a number secure. Servus, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der täglichen Dosis SEO. Cool, dass ihr mit dabei seid oder das jetzt später hört. Trotzdem, cool, dass ihr einschaltet, dass ihr mit dabei seid. Sehr gut. Wir haben auch schon einige hier mit dabei. Im Clubhaus geht sowieso schon die Luzi ab, aber auch auf YouTube. Da ist nämlich der Daniel am Start. Liebe Grüße aus Köthen in die Runde. Die wünschen wir doch gerne zurück nach Köthen. Also wir wünschen dich nicht zurück nach Köthen. Außerdem ist er da. Also bringt es auch nichts, wenn wir es wünschen würden. Wir wünschen dich zurück nach Köthen. Was ist das für ein guter Anspruch? Bringt ja nichts. Also wie gesagt, wir tun natürlich Post, wenn die lieben Grüße zurück nach Köthen schicken zum Daniel. Der Axel ist auch wieder dabei. Mahlzeit. Ich wünsche euch einen tollen Wochenstart. Den wünschen wir euch, den wünschen wir dir und natürlich euch allen. Genau, eine spannende Woche, eine kurze Woche diese Woche. Es ist ja Osterwochenende, sprich Karfreitag. Oder ist das jetzt nur in katholischen Bundesländern der Fall? Oder ich glaube, Das ist deutschlandweit. Jeder, ne? Ja, Ostern ist deutschlandweit. Ich glaube sogar in Italien und Co. Okay, also selbst wenn ihr in Italien zuhört, ihr hört es, ne? Wie gesagt, habt ihr Urlaub und genau, freut euch drauf. Und wenn ihr das noch nicht wusstet, I don't know. Also auf jeden Fall, genau, Karfreitag, Ostermontag, das bedeutet für uns diese Woche natürlich auch eine verkürzte Woche. Genau, außerdem morgen und übermorgen Termine, deswegen machen wir zwei Shows diese Woche. Wir sind heute am Start, Quod Erat Demonstrandum, deswegen sind wir alle hier. Und am Donnerstag sind wir wieder am Start um 12. Da fassen wir dann sozusagen nochmal die Woche zusammen, weil es gibt ja dann auch kein 302 of a kind, was ich jetzt immer zusammen mit der Izzy am Freitag mache. Das gibt es dann am Freitag natürlich nicht, wegen Karfreitag. Und demnach, wie gesagt, diese Woche die tägliche Dosis am Montag, heute und am Donnerstag. Das wäre doch auch nicht so schlecht, beim Eiersuchen in 302 of a kind hören zu können, oder? Also ich glaube, da wollen sich die Leute auf die Familie konzentrieren und nicht irgendwie unsere Stimmen da im Ohr noch parallel haben. Also ich glaube, euer Gebabbel. Das sieht uns ganz gut aus, glaube ich, genau. Genau, und nächste Woche machen wir das dann ähnlich. Genau, nächste Woche haben wir dann auch wieder zwei Shows. Genau, also darauf könnt ihr euch schon mal mental einrichten entsprechend. Genau, ich bin immer noch ein bisschen lädiert. Man sieht es jetzt nicht so schlimm. Ich habe sogar eher gerade nochmal die Prothese reingesetzt. Ich kriege erst morgen meine Fäden gezogen. Genau, letzte Woche, also ich habe es wirklich probiert. Genau, wir hatten noch eine kurze Konversation. Also ich sah wirklich aus wie von Mike Tyson verprügelt, ja, zu rechter Weise. Genau, hätten sicherlich ein paar gerne gesehen. Also wie ich von Mike Tyson verprügelt werde, nicht die Zahn-OP. Aber nichtsdestotrotz, genau, letzte Woche war einfach überhaupt gar keine Chance. Umso cooler, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. Und ich würde mal sagen, wir gehen auch gleich in die News, weil es gibt wirklich eine ganze Menge zu sagen. Aber ich muss jetzt, glaube ich, sagen, ich glaube, auf LinkedIn ist wieder irgendwas kaputt, weil ich höre nichts von LinkedIn. Ich höre hier nur was von Facebook. Sonnige Grüße von der Gartenterrasse aus Hasewinkel. Der Gerald, servus, der Chronist der deutschen SEO-Branche, haben wir ja gerade wieder letzt erlebt auf SEO.de. Ne? Dieser fantastische Post vom Gerald über 20 Jahre Abacus-Pub-Konferenz. Total viele coole Bilder, coole Erinnerungen. Weil du so richtig gemerkt, wie du in die Nostalgie dieser Treffen entsprechend reingerutscht bist während des Vorlesens bzw. Angucken. Ja, total, weil ich mir auch aufgespart hatte. Ne? Ich habe es mir auch aufgespart, um das mit euch zusammen anzugucken quasi. Und das ist auch heute der Fall. Ich habe heute ein paar Sachen gefunden, die ich mir noch nicht ganz durchlesen konnte. Das machen wir dann einfach zusammen. Also wie gesagt, von dem her liebe Grüße natürlich hier an den Gerald. Cool, dass du mit am Start bist auf Facebook. Der Hans, guck, der lässt uns hier wissen, dass auf LinkedIn scheinbar alles läuft. Hans, der kann's. Er steckt Eier, ich weiß nicht. Also irgendwas scheint er da auf LinkedIn zu machen. Wünschen wir ihm auf jeden Fall viel Spaß. Übrigens, der Hans, zeige ich gleich, sucht einen Redakteur. Das zeige ich gleich in der Walter Fuchs, weil da habe ich sowieso noch ein anderes Thema für euch. Und ich glaube, es geht auch da sehr, sehr gut ums Kochen. Ich finde hier immer noch eins der coolsten Burgergerichte, die er vorgeschlagen hat, ist Frying Nemo. Frying? Was? I can't. I don't have any words. I don't have any words. Genau, aber bevor wir da reingehen, also auch in diesen Job, genau, ich habe es gleich, der Michael noch, genau, Mr. SEO darf nicht fehlen, läuft auch auf LinkedIn, also vielen Dank, scheint alles gut zu sein, auch der Matthias ist da, liebe Grüße zusammen, die wünschen wir dir auch, lieber Matthias, genau, cool, dass du auf LinkedIn mit dabei bist, also es funktioniert alles, der Jochen schaut trotzdem auf YouTube zu, das darf er auch, der Jochen sowieso als Stammhörer dürft ihr zuhören, wo ihr wollt, genau, übrigens, abgemeldet hat sich heute der Johann, sehr vorbildlich in der World of Works, ne? So muss das sein, ne? Kein Eintrag ins Klassenbuch, aber jetzt fragen sich natürlich alle eine Frage. Wo ist Armin Ginschel? Ja, wo ist Armin? Wo ist der Ginsch? Ja, wo ist er? Er fehlt.
Also, falls ihn irgendjemand irgendwo quasi virtuell gerade sieht, sag ihm, er wird hier schmerzlichst vermisst. Aber legen wir mal los, auch ohne den Ginschel muss man loslegen. Ne? Also manche Sachen kann man tun, die machen dann weniger Spaß, aber muss man trotzdem machen. Also, genau. Armin fehlt uns. Genau, diven wir mal direkt rein. Ich glaube, wir sollten irgendwann mal so T-Shirts machen mit Wo ist Armin? Wo ist Armin? Ja, meiste Zeit ja hier, also von dem her ist ja eigentlich ganz cool. Vielleicht mal so Vorderseite, Rückseite oder wie auch immer. Genau, ich hatte das hier noch mit den Jobs, genau, ich hatte es gerade gesagt, weil der Hans ja auch hier drin ist. Der hat einen Job gesucht, natürlich auch bei uns in der Job-Section. Wenn ihr übrigens noch nicht dabei seid, ne, seid dabei in unserer World of Wux, media.don.is/World of Wux, ne, könnt ihr dabei sein. Und war das jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell, deswegen gebe ich es nochmal so ein. Media, Donis, World of Wux, ne, so ist es. Klappt. Einfach das eingeben, zack, und das ist mein Redirect. Und dann kommt ihr mit in unsere World of Wux. 514 sind dabei, 35 online. Genau. Und genau, wir haben ja auch eine Jobsektion und genau da sucht der Hans. Wir suchen einen SEO-Redakteur für Essen und Trinken, digital. Das wir dann eine Remote-First Company sind, bestimmst du deinen Arbeitsort. Das klingt doch super. Also, wer sich angesprochen fühlt und gerne über Essen bloggen würde oder schreiben würde, der ist, glaube ich, da beim Hans genau der Richtige. Ich will ja gar nicht sagen, Alex, also es klingt ein bisschen so nach dir, ja. Also so, es wäre so ein Job für dich. Aber nee, wie gesagt, null. Also ja nicht irgendwie 7 Jahre Ride-Mitarbeiter irgendwie zum Hans wegzuschieben. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich meinen Job hier ohne dich machen könnte. Gerade heute wir, heute Morgen hast du was gefunden, habe ich nicht, habe ich ums Verrecken nicht gesehen, du hast es gefunden. Vielen Dank dafür. Also wie gesagt, ich wollte es nur sagen. Genau. Fühl dich bitte nicht angesprochen von Hans Jobangebot. Just Ich saying. glaube, als SEO-Redakteur ist man ja quasi nicht der Koch, der die ganzen Rezepte selber kochen muss, sondern eher dann darüber schreibt. Ich glaube, das wäre Ja, dann aber schon du eher. machst auch immer solche Bilder und postest die dann auf Instagram von deinem Essen und was weiß ich auch immer. Da ist ja dann auch der Weg nicht weit, irgendwie da noch darüber zu schreiben. Entsprechend. Genau, du Food-Influencer. Oh, übrigens, also Ralf, erstens mal, wo ist Armin? Ja, helft mit. Und Armin, hier ist er, wegen fehlerhafter Uhr, heute leicht verspätet. Schande über mich, aber hallo, Schande über dich. Wegen fehlerhafter Uhr, was ist denn das für eine Ausrede? Gibt es das heutzutage noch? Früher konnte man das schon sagen. Früher konnte man sagen, oh, meine Uhr hat irgendwie nicht funktioniert. Heute, also, wie, fehlerhafte Uhr, krass. Ich glaube, wir brauchen für den Armin eine right-branded Uhr, die immer richtig geht. Genau. Wusstest Und du, dass eine stehen gebliebene Uhr zweimal am Tag richtiger geht als jede andere Uhr? nee. Genau, sogar das. Das ist uralt. Genau, wir können ihm auch so ein Custom-Zifferblatt. So, und dann immer um 12 sind wir auf dem Zifferblatt. Es ist Zeit, Armin. Es ist Zeit, Armin. Ja, das wäre schon was Cooles. Wer wird Oder unsere. einfach mal so eine Uhr mit überall so 4 Uhr, weil überall irgendwo auf der Welt ist immer nach 4. Nee, noch geiler, ein Fehler auf der Uhr. Der Ralf hat, glaube ich, eine Idee, woran es liegen könnte. Ja, Armin, Sonnenuhr. Ja, die funktioniert vielleicht heute nicht so gut. Obwohl, ich glaube, Aber bei heute mir scheint scheint die die. Sonne. Ich sehe es ja nicht, aber ich habe mir das sagen lassen, es scheint die Sonne. Aber wie gesagt, vielleicht nicht bei ihm. Ne? Wer weiß. Also er kommt ja da aus der unteren Ecke da Deutschlands. Keine Ahnung, Übrigens, Deutschland. Ja, keine Ahnung, ob das da ist. Nach den Beinen gingen die Uhren rückwärts. Ja, schön wär's. Dann wären wir jetzt schon fertig. Genau. Yay. aber wir machen doch gerne diese Show. Ja, nee, just saying. Just saying. Trotzdem, ich esse auch gerne Mittag. Nee, Null aber um nochmal auf scheint. den Noch der genau. Status vor Ort. Genau. Und wer, hier, der Manuel, der kommt auch aus Stuttgart, kommt aus ähnlicher Ecke hier. Der Emanuel, cool, dass du mit dabei bist. Moin aus Stuttgart, den wünschen wir jetzt Gruß zurück. Hier Gruß aus Aschaffenburg noch vom Kai. Müssen wir natürlich Ajbech. noch, genau, Ascheberg, bin ich in 2 Wochen. Freue ich mich schon drauf. Hallo zusammen, schönen Start in die neue Woche. Wünschen wir auch dir, lieber Klaus Michael, cool, dass du mit dabei bist. Aber vielleicht ist der Armin ja ein Schattenparker. Okay, gut. Jetzt driften wir ab. Jetzt Wir bleiben wir bei haben, dir. genau, wir Ja? haben aber den Flo vorhin vergessen. Und Den zwar der Flo. Oh, Flo, den Flo darf man genau. nicht vergessen. Oh, lieber Flo. Workation aus Spanien. Oh, Und da krass. würde ich jetzt einfach mal Dann den Bogen spannen, in Spanien zuzuhören und sonst irgendwas. Also quasi von überall würde ja auch auf den Job vom Hans passen. würde auch auf den Job von Hans. Den brauche ich. Das ist aber nichts für den Flo. Der ist zu gut für den Job. Ich glaube, als SEO-Redakteur. Nein, als SEO-Redakteur. Aber ich. Nein. Oh, Alter. Okay. Ich sage jetzt gar nichts mehr. Ich bin jetzt einfach still. Wir gehen einfach so durch die Slides und.
Nee, Quatsch. Genau. Apropos World of Books, da wollte ich noch was hier mit euch besprechen. Und zwar hat der Johann hier ein sehr interessantes Indexphänomen gepostet. Ich hatte mir das noch nicht angeguckt, deswegen mache ich das jetzt hier schnell mal mit euch zusammen. Da wollen wir natürlich helfen, auch wenn er heute nicht da ist. Genau. Aber wie gesagt, hat sich abgemeldet. Hat sich abgemeldet Genau und vorbereitet, während er nicht da ist. hier. Das ist Genau. wirklich sehr, sehr vorbildlich. Hier, nee, wo war's? In random. In Random hat er es gemacht. Genau, Ja. hier. Johann ist die Woche beurlaubt. Ich bitte daher darum, mich im Klassenbuch zu entschuldigen. Sehr gut. Also bist entschuldigt. Nichtsdestotrotz gucken wir mal da ganz kurz rein. Okay, mal eine Kopfnuss, an der ich gerade sitze. Das finde ich natürlich cool, dass die Leute sowas in der World of Books posten. Deswegen will ich das hier, wie gesagt, auch nochmal in die Runde werfen und vielleicht will jemand mitdiskutieren. Kunde hat mehrere Millionen Seiten, Hälfte ist indexiert, aber nicht wirklich. URL Inspection Coverage Report sagt indexiert, Sitemap Canonical akzeptiert, externe Links. Das sieht gut aus. Live-Desk zeigt Indexierbarkeit an. Sensationell. Bilder, Video und andere Verticals haben die URL im Index. Sensationell. Crawl-Date ist meist 2 bis 6 Monate alt. Ja, für eine Domain dieser Größe aber nicht ungewöhnlich. Das kann ich auch nachvollziehen. Eine Abfrage nach Seitentitel zeigt die URLs nicht. Weird. Ja, in URL zeigt die URLs nicht. Weird. In Performance Report keine Impression sichtbar. Gut, das kann jetzt einfach sein, weil sie noch nicht angezeigt wurde. Ne? Dann wird natürlich auch keine Impression entsprechend recorded. Andere Domains haben teilweise identischen Inhalt, aber Kunde ist Originalquelle und hat hinter der Paywall den kompletten Inhalt auch an Google übermittelt. Paywall, das klingt natürlich immer für mich so ein bisschen, Paywall. Ne? Haben die anderen Artikel, die quasi diesen Content kopiert haben, also den anderen fast identischen Inhalt haben, sind die ohne Paywall? Das wäre jetzt natürlich eine interessante Frage. Ich habe einige Theorien, was hier passiert ist, warum die URLs nicht auffindbar sind, aber mich würden eure Theorien interessieren. Was kann dazu führen, dass Google die Inhalte nicht ausgibt, obwohl sie indexiert sind? Genau, also wie gesagt, das ist natürlich hier gerade nochmal was, dass hier Google vielleicht irgendwie einen Hiccup hat und nicht genau versteht, wer ist jetzt hier wirklich die Originalquelle. Wie gesagt, diese Paywall-Geschichte, das klingt natürlich da entsprechend ein bisschen tricky. Aber ja, es klingt auch generell, also ne, was sind es überhaupt auch für Inhalte? Originale Inhalte. Das klingt Ja, das habe so ich mir halt News auch. eigentlich, ne? Klingt ja wie News, also dass ich sozusagen das auch hinter einer Paywall entsprechend vorhalte, ne, also dass es irgendwie Current Events related ist. Ja, ist echt tricky. Echt tricky. It's a hard Genau. nut. Problem steigend, seit Google auch den Pay-Teil sehen darf, gab es aber anscheinend schon vorher Crawl-Site unveränderbar. Einige Crawl-Impressionen werden jetzt gefixt. Wer Crawl indexieren kann, habe ich da bisher nicht wirklich die Ursache vermutet. Ja. Das ist wirklich ein super interessanter Case. Da werde ich auch noch mal reindenken. Also wie gesagt, ich habe mir das bislang noch gar nicht angeguckt. Johann ist sowieso nicht da, kann es jetzt keine weiteren Details geben. Von dem her, wie gesagt, aber da gucke ich auch noch mal, da gucke ich auch noch mal rein. Also wirklich sehr spannender Thread. Wer da irgendwas dazu hat, genau, kommt in die World of Books, Eine diskutiert. Logfile-Analyse könnte vielleicht spannend sein bei sowas. Übrigens, hier ein Fettnapf incoming. Achso, das war ich, weil ich gesagt habe, der Florian ist zu gut, aber du nicht. Und ich nicht. Genau. Also Hans, Ich würde falls jetzt es mal dich dich gegen den Florian interessiert. tauschen, also quasi dich als Kollege gegen den Florian, obwohl, nee, Quatsch, also ich würde natürlich auch gerne mit Florian arbeiten. Florian, wo wir gerade von reden, nee, Spaß. Genau. Spielen wir mal Reise nach Jerusalem mit verschiedenen Jobs. Nein, ich meine, wir brauchen sowieso Leute, just saying. Übrigens, der Michael ist noch dabei, Servus, Mahlzeit aus Dortmund, die Mahlzeit wünsche ich mir natürlich auch gerne, genieß deinen Mittag, während du hier uns lauscht. Genau, also, diskutiert hier mit. Das klingt ja wirklich sehr interessante Anomalie entsprechend. Scheint alles okay zu sein, aber doch nicht. Ne? Warum ist das so? Wie gesagt, aber vielleicht ist der Johann ist immer wieder dabei, können wir vielleicht nochmal ein bisschen in Depth drüber diskutieren. Übrigens, wer gerade auch ins Clubhouse gekommen ist, Servus, ist der Valentin. Der darf natürlich nicht fehlen, der Valentin. Happy Monday. Genau, Happy Monday. Wir sind große Valentin-Fans und noch viel mehr, seit er endlich seine Chrome-Extension approved hat. Genau, wir haben ja wirklich schon lange darauf gewartet, konnten es kaum erwarten, endlich unsere Hände dran zu kriegen. Genau, bislang eher experimental. Jetzt kann man es, it's approved, kann sich jeder runterholen, die Chrome-App. Und genau, so sieht das aus. Können wir mal gucken. 105 Nutzer schon, sehr gut. Ich glaube, ich könnte da auch schon mal hier eine Meinung abgeben, weil ich kann euch mal zeigen, wie sowas aussieht. Zack, so sieht das nämlich aus. Also man kann das einfach, also ihr tut das ganz normal im Browser installieren quasi, dann geht ihr in Google Search Console
Und dann müsst ihr natürlich noch quasi den Fetch machen dieser Daten. Und das kann man dann auch automatisch, ne? Also das ist dann richtig cool. Kann man sich jeden Tag diese ganzen Stats hier entsprechend runterziehen. Ich habe jetzt noch nicht weiter damit gespielt. Ich habe quasi mir nur einmal hier die Daten geholt, damit ihr einfach mal sehen könnt, wie das aussieht. Aber ich würde mal sagen, holt euch alle diese Chrome Extension. Das ist richtig cool, weil ich mir einfach täglich diese ganzen Crawl-Stats hier quasi im Bulk rausholen kann, ne? Genau. Und ohne dass halt, dass ich ja alles sozusagen separat mir runterholen muss. Also von dem sensationell werde ich jetzt jeden Tag laufen lassen und entsprechend storen. Also vielen herzlichen Dank, lieber Valentin. Sensationelle Chrome Extension. Und wie gesagt, also auf jeden Fall würde ich mal sagen, bugfrei. Ich habe keinen Bug-Encounter. Das Einzige ist, dass ihr wirklich in der GC drin sein müsst. Ne? Also wenn ihr einfach nur auf sozusagen holst dir, dann weiß er natürlich nicht was. Dann lädt er sich quasi da einen Wolf. Aber ein bisschen Common Sense macht natürlich auch Sinn beim Ausprobieren von so einem Plugin. Und wie ihr seht, funktioniert einwandfrei. Coole Stats mache ich jetzt jeden Tag und ja, werde euch weiter davon berichten im Langzeittest quasi. Genau, also große Empfehlung, holt's euch. Ralf hat auch gerade schon geschrieben, sozusagen bitte auch mal in Discord den Link posten. Das passiert ja so oder so. Genau, ich poste das natürlich direkt wieder nach der Sendung, beziehungsweise nicht direkt nach der Sendung. Um 13 Uhr haben wir ja wieder unser Team-Meeting, aber nach dem Team-Meeting mache ich das natürlich gerne. Jetzt kommt der Valentin auf die Bühne, das machen wir natürlich gleich, während auch der Stefan noch begrüßt werden will. Hallo zusammen, servus Stefan, cool, dass du wieder mit dabei bist. Und genau, servus Valentin, mega. Hi, servus. Endlich approved. Danke für die Erwähnung auf jeden Fall mal. Ja, Logo, danke fürs Basteln. Also, ich habe dich schneller erwähnt, als du das gebastelt hast. Ja, ein kleiner Bugfix habe ich heute noch eingereicht. Also es gibt so ein paar so UI-Geschichten, die mir nicht so gefallen haben oder wo die Leute drüber gestolpert sind. Der ist schon eingereicht, also sind gefixt und sind schon eingereicht. Die müssen jetzt noch von Google wieder approved werden. Und die andere Sache, die mir dann eben aufgekommen ist, sozusagen, es gibt ja auch noch diese ganzen, weiß ich gerade, Coverage Report, der Coverage Report. Da gibt es ja auch unendlich viele Sachen sozusagen, die man alle einzeln runterladen muss. Da bin ich jetzt gerade so ein bisschen am Rumexperimentieren, ob das spannend ist, vielleicht auch die alle also automatisiert, also auf einen Schwung sozusagen mit runterzuladen, wo ich das mit in dieselbe Extension integriere. Du, das wäre sensationell. Also, wie gesagt, wir basteln da auch an einer Geschichte, beziehungsweise müssen da aktuell auch immer sehr viel manuell machen, weil ich finde auch, das ist gerade ein immer wiederkehrendes Problem bei ganz, ganz vielen, ne? Also, gerade diese discovered not crawled, crawled not indexed Geschichten, ne, und gerade das zu diagnostizieren. Also das wäre sensationell, wenn du das hier noch dran backen würdest. Ich sag's mal so, I would pay money for this. Ne? Also ich benutze das natürlich gerne umsonst, aber dafür würde ich dann sogar Geld zahlen. Also das ist dann eine coole Extension entsprechend. Genau. Ja, ich finde halt, Google müsste eigentlich eine API zur Verfügung stellen. Genau, Das ist Valentin, du eigentlich weißt ja, sinnvoll, sage ich ich bin da ja an der Lobbyfront aktiv auch ja. gegenüber Google. Wir kommen da immer wieder mit unseren ganzen Wünschen und ge generell, ich meine, das muss auch per API irgendwann runtersaugbar sein. Ne? Also gerade für uns wäre das, oh, stell mal vor, ne? Wir kriegen das per API, können das direkt hier mit Website Success, Search Success quasi hier abmatchen, ne? Also was wir crawlen, wie Google crawlt, wo Google dann Probleme hat, was haben diese ganzen Seiten, die eben discovered not indexed, crawled not indexed, quasi wenn diese ganzen Geschichten, also discovered not crawled, crawled not indexed, Entschuldigung, wenn wir die abgleichen können, was haben die alle gemeinsam und dergleichen, ne? Also da könnten wir natürlich so geil hinter den Vorhang gucken, kann ich kaum erwarten. Also wie gesagt, da bin ich absolut an der Lobbyfront aktiv, weil das muss es irgendwann geben. Aber solange es das nicht gibt, wie gesagt, hier unsere Empfehlung, das neue Plugin hier vom Valentin GSC Crawl Stats Downloader. Genau, also heißestens empfohlen. Und Und garantiert kein Bitcoin-Miner im Hintergrund, der läuft. garantiert kein Bitcoin-Miner. Hoffe ich auf jeden Fall, Valentin. Kein Bitcoin-Mining, ja? Also natürlich nicht, aber ich würde auch hoffen, dass Google das bemerkt. Also wenn sie das nicht bemerken, dann weiß ich nicht, für was dieser Approval-Prozess gut sein wird. Ja, genau. Genau, da hast du natürlich recht. Da fällt mir natürlich immer wieder ein, diese geniale Geschichte, die Tom Anthony versucht hat. Der versucht hat, durch quasi das Triggern des JavaScript-Crawlers von Google Bitcoins zu minen. Ja, also sensationelle Idee. Ja, dass ich mir quasi eine Crawl-Trap quasi halt baue.
Und die Google-Crawler-Ressourcen, die ja fast unlimitiert sind, was ich für Bitcoin-Mining nutze, aber der Outcome war zu gering. Und das ist sogar schon ein paar Jahre her. Also wird es ja likely jetzt noch schlimmer sein. Aber fand ich eine sensationelle Idee. Also, oh, könnte ich eigentlich den Google-Bot nehmen, dass der für mich meint? Und war eine geile Idee. Aber wie gesagt, hat nicht funktioniert. Also ihr braucht es nicht nachmachen. Außer ihr macht es besser. Dann, genau, habt ihr es nicht nachgemacht, aber besser gemacht und war gut. Genau. Also, sorry, Aber wenn Tom Anthony es nicht schafft, dann wird das schon eine sehr, sehr hohe Challenge. Also dann würde ich es mir auch nicht ja. zutrauen. Ja, und das würde auch nicht lange gehen. Aber einfach wieder so eine kreative Idee, auf die wirklich nur ein SEO kommen kann. Genau. Also, holt euch die Extension, das lohnt sich. Genau. Dann, großes Thema natürlich, Brighton SEO. Letzte Woche Brighton SEO, Riesenthema. Ihr wisst, ich bin kein großer Fan der Brighton SEO und ja, hat sich auch mal wieder bewiesen, glaube ich. Ich habe da einiges gehört, was, ja, was einem dann schon wieder zu denken gibt. Also, wie gesagt, muss man leider auf Twitter, muss man das, wie gesagt, ich bin immer wirklich auf Twitter, obwohl ich es ja wirklich hasse, irgendwie auf Twitter aktiv zu sein. Ich habe da mal so ein bisschen mitgelesen und es ist dann schon ein bisschen erschreckend, was da passiert ist. Aber ich meine, es ist halt Brighton, also ganz viele betrunkene Leute und da passieren auch natürlich eine ganze Menge Geschichten, die nicht so cool sind. Aber ja, also wie gesagt, mal wieder Brighton SEO at its finest, würde ich mal sagen. Aus Deutschland waren auch ein paar dabei. Habe ich auf jeden Fall den vom Nico, habe ich was gesehen. Also hier unser SEO-Kanzler, der hat natürlich hier Deutschland vertreten, die deutsche SEO-Branche. SEO-Kanzler, falls du da bist, sag gerne mal kurz was, sag gerne mal Piep und vielleicht noch ein paar Worte mehr, wie es war. Oder sonst, wer von euch war bei der Brighton SEO am Start? Da würden wir natürlich gerne noch, wie gesagt, ich kann es nur von der Ferne beurteilen und was ich da jetzt so gehört habe. Genau, gute wie schlechte Nachrichten. Wäre nochmal cool, wenn das jemand persönlich bestätigen könnte. Genau wie die Brighton SEO war. Ich glaube, eine ganze Menge haben sich gefreut, dass sie endlich mal wieder, ja, Live-Konferenz, so viele Leute, Hunderte, vielleicht sogar Tausende, endlich mal wieder in einem Raum zusammen, ja, und über SEO zu fabulieren. Sensationell. Also da habe ich natürlich ganz viel gesehen, ganz viele Bilder von Leuten, die sich da gefreut haben, dass sie sich endlich mal wieder persönlich sehen konnten und umarmen konnten. Aber wie gesagt, auch einiges an, ja, doch so ein bisschen grenzwertigen Nachrichten aus Brighton. Genau, aber ist ja nichts Neues. Also das kennen wir ja leider von der Veranstaltung. Aber auf jeden Fall habe ich hier eine Übersicht gefunden. Ach so, das ist Site Visibility. Die Jungs mag ich ja gar nicht. Das fällt mir jetzt auf. Das werde ich gar nicht posten. Ja, die haben mich ja total angegangen. Das war total krass. Also was für Typen. Aber auf jeden Fall habe ich hier die ganzen Slideshare, quasi alle, die das quasi auf Slideshare veröffentlicht haben, ihre Präsentation. Und da wollte ich mal durchgehen. Ich habe zwei, drei hatte ich schon angeklickt, aber das war dann ja nicht so der Knüller. Also alles sehr basic, also beziehungsweise die drei, die ich angeklickt hatte, waren super basic. Und genau, ich glaube, ich werde mich da nochmal durchklicken, um mal zu sehen, ist da vielleicht noch was ganz Cooles dabei. Der Armin hat gerade geschrieben, mein spanischer Kollege war in Brighton und hat den armen John zugeleitet Ja, bzw. krass. zugetextet. Zugeleitet, zugetextet. Ja, der John übrigens, der war auf so vielen Bildern. Und da muss man auch wieder wirklich, also wieder mal zeigen, wow, also John, sensationeller Typ, ne? Also das auch auf Brighton SEO quasi, ja, also so aktiv ist, auf jedem Bild quasi, auf jedem Bild strahlt, ja, einfach so aktiv ist in der Webmaster-Community und da wirklich auch versucht zu helfen. Also ich glaube, wir können uns da wirklich nicht genug bedanken. Wie gesagt, ihr wisst ja noch, wir kommen aus der Zeit, wo es einen Google-Guy im Webmaster World Forum gab und man nicht mal wusste, ob der überhaupt bei Google arbeitet. Man hat es auch nur also angenommen, ne, bevor er dann als Matt Cutts quasi so das Spotlight der SEO-Branche in vollstem Umfang hier quasi, ich wollte sagen, genießen durfte, er leiden musste, ja fast schon. Hat sich ja nicht umsonst auch dann wieder ein bisschen rausgestohlen. Genau, also von dem her Kudos, also was der John da entsprechend halt leistet und parallel das natürlich alles noch auf Twitter entsprechend kommentiert, also sensationell. Genau, zugetextet. Genau, also ja, also wir suchen noch offizielle Leute, die wirklich etwas von der Brighton SEO erzählen können. Das wäre richtig gut. Ansonsten, wie gesagt, klicke ich mich dann nochmal durch ein paar Präsis und ja, vielleicht finde ich noch was hier vielleicht für euch auch interessant sein könnte. Auf jeden Fall sieht man wieder unglaublich viele
viele Talks, aber wie gesagt, in den meisten Fällen, wie wir es eigentlich von der Brighton-See auch gewohnt sind, sehr, sehr basic. Genau, aber vielleicht sind ja auch ein paar Highlights drin. Also wenn ihr auch wenigstens, ich war nicht dabei, aber ihr kennt vielleicht auch ein Highlight, ihr wisst eine richtig coole Präsentation, dann genau, lasst es mich doch bitte wissen, damit ich weiß, was ich mir vielleicht angucken muss und vielleicht hier auch für euch mal ganz kurz noch zusammenfasse. Genau, dann nächstes großes Thema, das diskutiert wurde. Ich glaube, der Johannes hat dazu auch was auf Facebook geschrieben. Google doesn't want your AI-generated SEO-Spam-Content. Fällt an, not new, but a good reminder. Was eigentlich sehr ein bisschen skurril ist, weil ich erinnere mich auch, und ich glaube, das ist das nicht auch hier. Ah, genau, hier, Past Statement. Genau, ich erinnere mich nämlich hier dran, dass der John Müller ja ganz vor kurzem noch gesagt hat, Müller said that Google would likely shift to focus more on the quality of the content rather than how it was generated. Meaning, essentially, that Google might be okay with ranking machine written content, but that day hasn't arrived yet. Okay, also das ist auch natürlich so ein bisschen soft. Aber jetzt ist es halt wirklich scheinbar sozusagen ein Hard Stance. Ja? Müller was asked about AI-based content creation tools like Jasper and tweeted back, content generators and spinners have been around since the start of the web. Scrapebox, yay. People have used all kinds of tools and tricks to do that. See image. As far as I can tell, most sites have trouble creating higher quality content. They don't need help creating low quality content. Definitiv. Ich glaube, was jetzt hier halt natürlich, und deswegen wird es natürlich auch so leidenschaftlich diskutiert, ja, ist dann quasi sagt jetzt, oh, also Google hat jetzt gesagt, das wäre eigentlich okay, jetzt ist es doch nicht okay. Und es gibt ja viele gute Use Cases auch für AI-generated Content, hatten wir auch hier schon in der Show des Häufigeren, ne, zum Beispiel in niedrigeren Ligen, in niedrigeren Fußballligen, dass hier irgendwelche Spiele sozusagen zusammengefasst werden auf Basis sozusagen der Basisstatistiken, die ja quasi so ein Fußballspiel hat. Ne? Also wer hat in welcher Minute irgendwie das Tor getroffen oder was weiß ich. Ich wollte gerade noch Rezepte vorschlagen. Ja, naja, aber so, gerade auch bei dem Rezept, ne, ich glaube, da ist es ja gerade, dass so dieses persönliche Gusto, ja, gegenüber dem, genau, dass hier einfach irgendwie, also ich glaube, die Summe ist mehr als die Summe der Teile, oder wie war das? Nee, das Ergebnis ist hier mehr als die Summe der Teile. Also wie gesagt, ich kann nämlich auch nach einem Rezept versuchen, alles so in den Topf zu werfen, wie es da drin steht, aber bei mir schmeckt es nicht annähernd so gut, wie wenn meine Frau das hinbekommt. Also von dem her denke ich immer, da gehört noch ein bisschen was mehr dazu. Und ich sozusagen, das ist dann sozusagen die Metapher, ich bin dann eher so der AI-generated Content und sie macht es richtig. Aber ich glaube, dass diese Notion ist hier noch eine AI-generated SEO-Spam-Content. Ne? Also, und ich glaube, das ist hier sozusagen diese Diskussion, ne? Und natürlich muss ich hier Google auch wirklich abgrenzen, muss sagen, hey, pass mal auf, genau, also das ist natürlich nicht gut, aber auf der anderen Seite, ne, wenn ich hier, ja, einfach autogenerierten Content habe, der aber auch wieder gut ist, auch wieder den User-Intent erfüllt, weil sonst sich einfach gar niemand die Mühe macht, sozusagen diesen Content überhaupt zu kreieren, dann ist es ja auch wieder gut. Also ich glaube, das ist hier immer ein zweischneidiges Schwert sozusagen, aber ich glaube, das Hauptaugenmerk ist halt wirklich, also don't make low-quality-Content. Ne? Also genau so, wie man auch sonst keinen low-quality-Content zusammenkloppeln sollte, sollte man das eben jetzt nicht auch mit der Hilfe von AI-generated Tools machen. Aber ich glaube, der Gag ist ja auch noch, in dem Moment, wo man so einen Artikel liest, also eine AI hat den gebastelt, ich lese den und kann gar nicht mehr unterscheiden, ne? Ist das jetzt sozusagen von einem Mensch geschrieben oder vielleicht von einer Maschine, ne? Und selbst wenn der Artikel nicht so gut ist, kann es ja auch immer noch sein, dass der Mensch einfach kein besonders guter Redakteur ist, ja. In dem Fall nicht beim Hans bewerben, just saying. Also, und Hans hat auch gerade reingeschrieben gehabt, Google hat eine AI entwickelt, die Rezepte schreibt. Oh, echt? Warum braucht dann Essen und Trinken noch einen Redakteur? Genau. Ja, das dein zukünftiger Mitarbeiter. Genau, lese ich hier gerade. Genau. Interessant, ja. Ja, aber ich glaube, da hatte ich auch mal was gehört. War da nicht was? Ja, aber ich meine, es ist ja, also du hast ja wahrscheinlich gerade beim Rezepte irgendwie immer wieder so gleiche Schritte. Also Zwiebeln sollten geschnitten werden, bevor sie in die Pfanne geschmissen werden und angenutzt werden und sowas. Und das kann ja eine AI, glaube ich, ganz gut lernen, wenn sie die Rezeptliste durchgeht. Könnte ich mir eigentlich schon ganz gut vorstellen, dass man sagt, okay, es gibt einfach ein paar Schritte, die man zuerst einfach
abarbeiten muss, bevor man den nächsten ersetzen kann. Aber auch da wäre es ja dann so, ne? Also wenn so eine AI das quasi da zusammenklöppelt, ne? Wie kann ich noch unterscheiden, sozusagen, hat es jetzt ein Mensch geschrieben oder halt nicht? Ne? Weil ich meine, die Rahmendaten passen ja und ich meine, so halbwegs orthografisch richtige Sätze da irgendwie zusammenbasteln, das sollte die AI ja hinbekommen. Ne? Und oder wann kann ich dann auch einfach nicht mehr unterscheiden? Hat das jetzt ja, einfach ein schlechter Redakteur geschrieben oder eine gute Maschine? Also ich glaube, das ist immer noch die Königsklasse, in dem Moment, wo es man nicht auseinanderhalten kann. Ne? Also warum sollte dann Google auch dagegen sein? Ja? Beziehungsweise woran kann Google das dann festmachen? Ja? Und ein zweiter Aspekt sind ja natürlich auch noch Übersetzungen. Ne? Übersetzungen sind natürlich auch nochmal ein großer Teil. Ne? Dass nicht, dass man einfach dieses literally übersetzt, ne? Also dass ich einfach hier quasi Google Translate, wo dann natürlich auch viel Müll rauskommt. Aber vielleicht das, was da rauskommt, diesen Output sozusagen nochmal im AI quasi schöner machen. Ne? Auch das wäre eigentlich etwas Gutes, in gewissem Maße für Google, dass sich hier Contents, die in einer bestimmten Sprache gar nicht verfügbar sind, ne, eben so verfügbar gemacht werden. Also auch da könnte Google dann vielleicht gar nicht so ein Problem damit haben. Also ich glaube, wie gesagt, da muss man ein bisschen aufpassen. Hier ist es. Zack. Das hat der Hans gemeint. Also ich glaube, um das jetzt noch hier abzuschließen, also ich glaube, da muss man aufpassen, wie gesagt, bei dieser gesamten Diskussion. Aber grundsätzlich, wie gesagt, man sollte den Leuten immer natürlich klar machen, also gerade für diese ganzen, ja, ich brauche hier Kategorie, Beschreibungstexte oder so, ne? Wahrscheinlich nicht, ja. Also wahrscheinlich brauchst du auch diese Kategorie Beschreibungstexte nicht wirklich, ja. Oder deine Seite rankt auch trotz solcher Kategorie Beschreibungstexte. Aber das Typische, manchmal sieht man halt was, oh, guck mal, Zalando macht das, Otto macht das, dann mache ich das halt auch. Ne? Das scheint hier so ein Erfolgsfaktor zu sein, weil die ranken ja weit vorne. Ne? Aber wie gesagt, manchmal ranken die trotzdem, ne? Und nicht deswegen. Und wie gesagt, also wenn ich das dann irgendwie benutze für diese Category-Texte, weil ich ja denke, hey, also das hat so wenig Value sozusagen für mich, dass ich da jemanden hinsetze, dann sollte man sich die Frage stellen, okay, also wenn der Value da nicht gegeben ist, hier wirklich ein 1A-Content quasi zu basteln, weil er wahrscheinlich nicht gelesen wird, dann brauche ich diesen Content wahrscheinlich auch nicht, weil der Content ist eben ein anderer, wie zum Beispiel eben die Produkte, die eben innerhalb von dieser Kategorie gesucht werden. Das ist der Content und eben nicht ein SEO-Content. Ne? Also wie gesagt, ich glaube, so können wir diese Diskussion auch abbrechen. Du meinst so einen Kategorietext, wie ich habe das mal irgendwo auf einer Anwaltsseite gesehen für München. Da war dann so, ein Anwalt ist ein da. München ist eine Stadt. Da. Hey, wir Genau. haben einen SEO-Text und das könnte natürlich per AI relativ einfach erstellt werden. Das Aber das hast du ja auch bei Zalando oder so Handtaschen oder ich weiß gar nicht mehr, wo das ist. Oder Otto, ich weiß gar nicht mehr. Ich fand es so krass, ne? Da ist dann irgendwo in der Sidebar ist dann so irgendwie brrrt, so ein Content-Blog. Es gibt viele verschiedene Handtaschen, vor allem von Marken. Lala, ne? Und wenn jemand halt Handtaschen sucht, ne? Wie gesagt, der will die Handtaschen, das ist der Content und nicht irgendwie, ich will nicht darüber lesen, irgendwie wann die Handtasche erfunden wurde oder so, außer ich suche danach. Ne? Aber genau, ja. meistens ist dann dieser Text auch so kategorisiert, also quasi so aufgebaut, dass ich jetzt nicht noch irgendwie da für die Fragen da irgendwie rausrenken kann. Und natürlich habe ich immer das Problem, ne, wenn ich zu viel Information und Content da reinpacke, da erinnere ich mich auch an das Statement da vom John, ne, dass Google manchmal dann Probleme hat zu differenzieren, ist das jetzt eigentlich eine Transactional Page, ist das eine Informational Page? Ne? Und vielleicht, ja, vielleicht, wie gesagt, vielleicht kriege ich dann die Seite nicht mehr zu ranken, weil Google denkt, oh, das ist eine andere Kategorie Seite. 16. Dezember 2020, keine Ahnung, also mitten in Corona-Zeit war das. Da Das ist hatten wir ja keine super. Clubhouse-Show, deswegen sind wir das noch nicht durchgegangen. Genau, deswegen hatte ich das noch gar nicht gesehen. Das ist ja Aber super. again, what learned, würde ich sagen. Genau. Da will ich Ja. jetzt ja fragen, Hans, hast du schon mal damit gespielt? Hast du da selber schon mal irgendwie, weil, also das ist ja, finde ich, ein interessanter Test, ja, also jetzt mal herzugehen, ich meine, als Chefkoch, ja, herzugehen und sozusagen, ich habe also sozusagen ein Top-Rezept, ne? Und jetzt nehme ich mal das Rezept an sich, also sozusagen die geschriebenen Part weg, sondern nur die Teile, Zutaten. ja, und lass mal eine AI schreiben und dann mal gucken, sozusagen, was da rauskommt, ja. Und also gerade auch nochmal, ich glaube, dann kann man sehr schön entscheiden, ne, was ist jetzt auch das Schönere sozusagen, ne? Und beziehungsweise kann ich es überhaupt auseinanderhalten, ne? Und wo sind dann sozusagen die Nuancen? Und beziehungsweise was funktioniert vielleicht besser, ne? Also genau, weil Beziehungsweise, was ich mich jetzt halt gerade gefragt habe, ist, wenn du so, keine Ahnung, Rezepte à la Worst of Chefkoch nimmst, die eigentlich ja aktuell sehr, sehr schwierig passen, ob die AI da auch was dazu findet oder dann auch sagt so, nee, das koche ich nicht. Nee, das koche ich nicht. Nein, Sagt das die wollen wir AI nicht oder? kochen.
Ja, dass die AI sagt so, nee, das passt einfach nicht zusammen. Okay. Oder halt, ob die dann auf einmal aus diesen Zutaten was Leckeres macht, was komplett was anderes wäre. Das wäre ja auch mal interessant zu wissen. Das ist generell, glaube ich, ein geiler Use Case für genau solche Geschichten. Ja? Also, dass ich jetzt, sagen wir mal, also das kennen wir ja alle, ne? Ich habe jetzt einen vernetzten Kühlschrank und der Kühlschrank weiß genau, was drin ist. Ne? Und jetzt kann ich quasi den Kühlschrank fragen und kann sagen, hey, was soll ich heute kochen? Und der weiß, wie gesagt, genau, was da drin ist. Und jetzt kann so eine autogenerierte, so ein Rezept-Autogenerator sozusagen, kann mir dann ein Custom-Rezept machen auf Basis der Zutaten, die ich quasi in meinem Kühlschrank habe. Ja, also das wäre doch cool. Da habe ich wirklich ein Custom-Rezept, ja, also für eine spezielle, und ich meine, das ist ja wirklich die Königsklasse, weil in den meisten Fällen ist es ja so, für ein spezielles Rezept brauche ich bestimmte Sachen, aber ich glaube, der Use Case ist häufiger, dass ich bestimmte Sachen habe und mich jetzt frage, was kann ich daraus machen, ne? Und dann wäre das doch eine geile Sache, dass ich das so bauen kann. Vielleicht so als Frontend, sogar Chefkoch Frontend, ne? Ich kann sozusagen hier automatisch halt sagen, was ich alles halt da habe. Und dann kriege ich nicht nur sozusagen so nach dem Matching, ja, hier zu 96% kannst du daraus einen Bananenkuchen machen und zu 73% irgendwie den Frying Nemo Burger. Ja, also jetzt frag mich nicht, was ich jetzt hier in meinem Kühlschrank habe, dass ich solche wirren Sachen daraus packen Vor kann. allem, wie willst du aus einer Banane Fisch machen? Okay, es ist nur ein Beispiel. Es ist nur ein Beispiel. Ja. Und jetzt kriege ich quasi ein Custom-Rezept. Ja. Und ja, also fände ich cool. Finde ich cool. Und dann kann man das gleich wieder matchen. Welche AI sozusagen macht das beste Rezept? Also was am Ende dabei rauskommt, was schmeckt am besten? Ne, kann ich sozusagen nicht nach Content-Qualität judgen, sondern nach Geschmack. Ne? Genau. Also, Hat er hat es so. jetzt auch schon An geschrieben. Zutaten arbeiten wir gerade. Zutaten sind vorhanden, zeige passende Rezepte an. Genau, Servus. Gibt Aber das ist ja so genau das. Also ich habe diese Dinge und das ist schon das Rezept, das ich habe. Aber ich glaube, du hast sehr viele Cases, wo ich halt genau eben nichts irgendwie darauf, also sozusagen passt nicht sozusagen so zu 100% auf alles, irgendwie, außer, keine Ahnung, dann ein Rezept für ein Wurstbrot, ja, also wo ich dann halt auch sozusagen, was sehr modular aufgebaut ist, sagen wir es mal so, ja, aber dass ich dann ein Custom-Rezept bekomme aus diesen Sachen. Aber ja, ich glaube, es geht jetzt viel zu weit. Ja, Ich sowas meine, habe ich auch. Manuel sagt, am Ende zählt eh nur das Bild. Ja. Nee, aber sowas Aber das kann ähnliches, die AI nicht, die kann das ja nicht Markus, gucken, sowas sondern ein Bild ähnliches habe machen. ich ja auch mal gebaut gehabt mit unserem Crawler, weil wir haben ja die Custom Extraction, können ja da auch Inhalte rausziehen. Dann habe ich die Jamie Oliver Webseite gecrawlt und habe dann gesagt gehabt, okay, das sind Rezepte, das ist die Zutatenliste, das ist die Vorgehensweise und dann noch diese Kategorien. Und wenn wir diese Informationen im Crawler dann drin haben, habe ich mir dann zu diesen Reports eine zusätzliche Spalte hinzugefügt und gesagt gehabt, gib mir mal bitte alle vegetarischen und indischen Rezepte, bei denen man Blumenkohl braucht, zum Beispiel. Und habe dann da sozusagen auch schon mich vorarbeiten können. Also war schon ganz lustig. Und dann hatten wir natürlich einen Shareable Report, den konnte ich ja meiner Freundin dann zuschicken und sagen, was gibt's denn heute zu essen? Was gibt es denn, beziehungsweise aka, kannst du das bitte kochen, oder? Also, das ist okay. Das wollte ich nicht sagen. Der Google Bing, genau, wisst ihr noch, genau. Eine sinnvolle AI wäre es, wenn sie anhand des Rezepts beurteilen könnte, ob Rezept überhaupt besser essbar ist und wie es Person A, B oder C schmecken wird. Textbinding ist doch noch keine AI, oder? Absolut, da hast du ja auch recht. Ich meine, am Ende des Tages reden wir ja auch hier über ein bisschen besseres Textspinning, ne? Aber das ist natürlich wirklich geil. Also was du da eigentlich daraus basteln könntest, obwohl am Ende des Tages ist Geschmack halt immer sehr subjektiv, ne? Aber nichtsdestotrotz, man könnte auch sagen, was bestimmte Sachen, bestimmte Leute jetzt hier, ja, vielleicht nach meinen Vorlieben sozusagen. Also dass die AI genau weiß, welche Rezepte ich mag, also was ich gerne esse und dann sozusagen so ein Besten. Oh, geil. Also ich glaube, da ist Chefkoch auf jeden Fall perfekt für die Zukunft aufgestellt, weil essen müssen die Leute immer. Außerdem gibt es noch einen Unterschied zwischen banalem Rezeptbuch und qualitativ hochwertigem Kochbuch. Oh, interessant. Das ist nicht gleichbedeutend, Rezeptbuch und Kochbuch. Ne, macht lustig. Würde ich jetzt mal ganz kurz bei Google suchen. Ne, was ist denn da der SERP-Overlap? Kochbuch. Also ich muss jetzt gerade nur irgendwie daran denken, auf Instagram gibt es ja auch immer so ein paar Leute, die quasi als Italiener irgendwelche Rezepte vorgespielt bekommen und sich dann darüber aufregen, was das in ihrer Perspektive für eine Katastrophe ist. Übrigens, das Simple-Kochbuch, was als erstes vorgeschlagen wird, ist ein sehr, sehr gutes Buch. Das kann ich Ah, nur okay. empfehlen. Ach, guck mal, ein Rezeptbuch, was ist denn das? Es ist eins zum selber Rezepte reinschreiben, das andere ist mit fertigen Rezepten drin. Genau. Lustig, ne? Also lustiger SERP-Overlap, hier nämlich null, ne? Also Kochbuch und Rezeptbuch ist wirklich was komplett anderes. Hier wollen die Leute offensichtlich, scheint der Intent zu sein, ne, die wollen sich ein eigenes Rezeptbuch hier kaufen, also für ihre eigenen Rezepte. Genau, sind zwar auch Rezepte drin, da könnte vielleicht der Hans kann uns mal sagen, ne? Was ist da ungefähr der Chefkoch ist er auch mit Kochbuch dabei. Rezeptbuch? Ja, 100 Pro, muss ja immer dabei sein. Also
Also wird da was anderes getriggert hier bei den Rezepten, als was jetzt Da sozusagen bei steht den auch hier Königsberger Marzipan aus auch ein Rezept. Ah, Rezeptbuch. dann ist es sogar hier wirklich aus dem guter Feind. Raffinierter, Auf jeden also Fall, wir raffinierter. wollen alle eins selber schreiben. Ja, genau. Genau, das ist wirklich total anders. Übrigens, wie heißt nochmal dieses SEO Search Overlap Tool, SERP Overlap Tool? SEO Revolution, da ist es. Übrigens, cooles Tool. Können wir hier gleich an dieser Stelle auch nochmal zeigen. Kochbuch, Cooles Tool. Buch. Ich höre das übrigens im Hintergrund. Bei mir gibt es heute Spaghetti Bolognese Reste. Genau, die werden hier gerade zubereitet, wie sich es anhört. So, hier, boom, null Overlap. Ne? Also man sieht es, null Overlap. Ist manchmal ganz gut, ne? Um wirklich zu sehen, ne? Wo habe ich so konsolidierte SERPs, also der Hummingbird bzw. RankBrain lässt grüßen. Ne? Und wo merke ich, oh, das sind zwei komplett verschiedene Konzepte. Und wie wir gerade auch an den SERPs direkt gesehen haben, wie gesagt, wir waren nicht faul, wir haben es einfach direkt angeguckt. Hier sieht man jetzt nochmal, auch faul kann man sehen, oh, das ist wirklich, das sind zwei komplett unterschiedliche Konzepte. So, ich glaube, jetzt gehen wir mal aus der Rezeptwelt raus, genau, und Aber gehen. spannendes Thema. Genau, sehr spannendes Thema. Und noch ein spannenderes Thema ist, um den gleich als Segway zu nutzen: State of Search, Discover how the web changed in 2021. Vom Morty hier im SEMrush-Blog, also beziehungsweise ist das eine Studie, die kann man sich hier runterladen for free. Werde ich auch noch machen, habe ich noch nicht gemacht, weil ich wollte mir diese Stats mal zusammen mit euch angucken. Das war was, was ich mir noch nicht angeguckt hatte. There were significantly fewer newly ranking URLs in the top 100 results versus 2020. Ich meine, gerade bei dieser ganzen SERP-Konsolidierung macht das natürlich, ist das ja eigentlich ein fortlaufender Trend. Ich glaube, seit Hummingbird, ne, hat es ja so angefangen. Markus Tober hatte das auch initial damals mit Search-Metrics-Daten gezeigt. Ne, also mit Hummingbird hat es angefangen, dass eben mehr und mehr SERPs gleichgeschaltet wurden, also weil einfach Google kapiert hat, ja, das ist einfach hier der gleiche Intent. Ne? Also Wetter München, wie ist morgen das Wetter in München? Aha, ne, wird alles konsolidiert. Query Reformulation heißt das ja in den Patenten, ne? Sozusagen auf Wetter München. Und genau diese Gleichschaltung passiert natürlich immer mehr, ne? Auch bei jedem Core-Update, jedem ja immer, also gerade den Search-Intent glattziehen halt in den SERPs. Ne? Das würde ich auch genau davon ausgehen. Also von dem her, der grundsätzlich das Wort. Also mein erster Gedanke war aber auch quasi, dann hatten wir schon ein Jahr Corona sozusagen, oder das war jetzt 2020, war das erste Jahr Corona, dann hatten wir 2021 ja schon ein bisschen. Das heißt, diese News-Neuheit oder sowas ist dann vielleicht auch ein bisschen zurückgegangen. Ja, und beziehungsweise hier, ne, Traffic Share by Device saw an increase for Desktop in 2020, which continued into summer 2021, even after many physical establishments had begun to open up again. Ne? Also da sehen wir auch dieses, ne, mit Corona ist natürlich Desktop wieder enorm gestiegen, obwohl wir natürlich immer noch in der Mobile First World sind. Informational Keywords made up 60% of unique search terms. Das ist übrigens auch wieder so, ich meine, das ist ja nicht Google-Daten, sondern das ist ja was SEMrush da holt. Also natürlich ist es immer noch wahrscheinlich ein gutes Panel sozusagen und sicherlich auch aussagekräftig, aber genau, das ist natürlich nicht offiziell Google, obwohl ich mir natürlich durchaus vorstellen könnte, dass die Anzahl der Informational Searches gerade der Anteil ist, der auch hier am meisten steigt, immer noch bei Google, einfach weil die Leute immer mehr Fragen stellen oder wie gesagt einfach auch dieselben Fragen in unterschiedlichsten Variationen halt immer wieder stellen. Ne? Also von dem her würde ich da auch immer davon ausgehen, dass das entsprechend steigt. Over half of all searches in 2021 were one two words, while almost three quarters of ads shown by Google were three to five words, while almost three quarters of ads shown by Google were three to five words. Da merkt man also, die drei Viertel der Ads scheinen hier gerade gebucht zu werden, eben sogar auf drei bis fünf Worte. Also man geht ja sehr in den Longtail. Ich meine, klar, also wer bucht heute noch broad irgendwelche Shortheads irgendwie, ja? Geil, außer jemand, der Google einen Gefallen tun will oder viel Geld zum Verbrennen hat. Genau, da versuchen die Leute irgendwie, also scheinbar einfach immer besser getargeter hier quasi vorzugehen, macht eine Menge Sinn. Genau. Lalalala. Search Ads at the top of the SERPs were down in 2021 than 2020 on both desktop and mobile. Aha, keine Ahnung. Featured Snippets appeared less frequently year on year on both types of devices. Interessant. Also da sind immer mehr Featured Snippet weggefallen. Kann ich so nachvollziehen. Average Display Levels of the Knowledge Panel Feature increased on Desktop, but decreased on Mobile. Gut, das ist wahrscheinlich einfach hier der Zusammenhang mit dem Search, mit dem Suchverhalten. Google is still ignoring Title Tags and rewriting the SERP Titles 62% of the time. Ja, zeigt vielleicht auch genau, dass in den meisten Fällen die Leute einfach noch schlechte Titel schreiben. Ja.
Wow, Amazon lost 37% of its organic traffic versus 2020 and appeared far less frequently in the search ad space across devices. Also gut, jetzt hier wieder den Ads. Ein bisschen zu sehr auf Ads, keine Ahnung. State of Technical SEO, larger sites were more likely to suffer from Hreflang issues than smaller ones. Okay, stating the obvious, würde ich mal sagen. Ne? Umso größer die Seite, desto mehr Fehler können da wahrscheinlich auch passieren, gerade im Hreflang. Usage of different forms of structured data varied across our dataset with larger sites more likely to have implemented it. Also genau, größere Seiten, wahrscheinlich auch ein SEO-Team, die natürlich das auch entsprechend auf die Agenda gehoben haben. The most common markup across all the selected sites were Sitelinks, Searchbox and Articles. Also ich glaube, gerade Sitelinks, Sitelinks, Searchbox macht natürlich auch am meisten Sinn, gerade wenn ich auch Ads hier entsprechend halt buche. Core Web Vitals. Das fand ich auch noch relativ spannend zu sehen. Deal of Room for Improvement, ja, also sehe ich auch immer noch, wie viele hier das quasi, ja, die Ziele einfach verfehlen. Und nochmal, hier geht es ja nicht um irgendwelche Werte, die ich hier erreichen will, aus irgendwelchen Vanity-Gründen, sondern am Ende des Tages, ne, reflektiert das ja die User-Experience, die die Leute auf meiner Website haben, ne, zu einem großen Teil. Und genau, also das heißt, genau, dass das im gesamten Web ist noch eine Menge Room for Improvement oder eben auch für mich an anderen vorbei zu segeln, ganz cool, wie ein heißes Messer durch Butter, ne, weil ich hier einfach einen besseren Job mache als viele, die das einfach nicht so auf dem Radar haben und die das als reine SEO-Metrik sehen. Genau. Okay, also den hole ich mir mal runter, diesen Report, da lese ich nochmal mehr rein, das klingt spannend. Apropos spannend, klasse Artikel hier von Lily Ray zu den letzten Product Review Updates. Genau, das hatten wir auch schon, also viel davon, was hier drin vorkommt, hatte sie auch schon in ihrer Präsentation auf der SMX München, da haben wir auch schon hier drüber geredet. Geredet? Geredet. Und, genau, und und wie gesagt, also das hatten wir schon und hier nochmal sozusagen in geblockter Form hier zusammengefasst. Super, super Tipps. Also genau, daran erinnert vielleicht noch, dass wir darüber geredet hatten mit Ihrer Präsentation. Und genau, also hier auch nochmal gerade nochmal die Winner. Sie zieht das ja hier mit Systrix. Also gerade, wie gesagt, das ist ja im Moment nur auf US. Da macht es natürlich wirklich Sinn, über den großen Teich zu schielen, wenn ihr auch hier in dem Bereich aktiv seid. Also sich genau hier die Best Practices der Winner genau anzugucken, bevor es dann auch bei uns irgendwann aktiv wird und ich mich dann irgendwann wieder aus dem Tal der Tränen rauskämpfen muss. Ne? Und sie hat ja auch wirklich noch sehr konkrete Beispiele. Genau, also was sie eben hier gut machen, ne? Provides expert insights, includes proprietary photos as opposed to stock photography, ne? Also diese ganzen typischen Tipps, die man hier auch immer bekommt, sieht man, sie setzen sie um und es hat ihnen geholfen. Ne? Includes links to multiple sellers, das ist ja auch etwas, was Google jetzt entsprechend gerne sehen will. Ne? Content updated content to truly reflect insights relevant for the 2020 ski season, sensationell. Ne? Also auch hier sozusagen aktuell angepasst, immer wieder. Genau, robust comparison table, solid authorship, ne? Und genau, also wirklich richtig coole Beispiele, was sie gut machen und wie gesagt, die ich mir einfach auch für mich als Best Practice hier nehmen kann, falls ich im selben Bereich aktiv bin und einfach noch vom Product Review Update verschont wurde, ne? Aber wie gesagt, in dem Moment, wo es in Deutschland anrollt, macht es natürlich Sinn, hier schon perfekt aufgestellt zu sein, damit ich hier keinen Dip verspüre. Also grandioser Artikel hier von der Lily Ray, sollte man sich durchlesen. Das ist noch ein Artikel, der wurde heiß diskutiert, beziehungsweise auf Twitter immer wieder auch rumgeschickt. I stopped advertising everywhere and nothing happened. Genau. Es geht hier um Total Car Check Co. UK entsprechend und genau, und die haben einfach auch mal ihre Anzeigen ausgeschaltet und haben gemerkt, oh krass, wir verlieren hier gar nichts, sondern eigentlich, er nennt es so eine Self-Fulfilling Prophecy zu einem gewissen Maß, also du kaufst dir den Traffic, also den konvertierenden Traffic, der sowieso konvertieren würde, kaufst du dir sozusagen halt ein und wir hatten ja schon mal eine ähnliche Geschichte mit eBay, war das glaube ich. Ja, genau. Harvard Business Review Artikel, genau, den hatten wir auch mal hier besprochen in der täglichen Dosis. Ne? Da hat nämlich eBay etwas Ähnliches gemacht, wenn ihr euch erinnert. Nee, 2013, oh Gott. Nee, das war was anderes.
Also ich erinnere mich noch an was anderes entsprechend. Das war es jetzt natürlich nicht. Wir haben sicherlich mit 2013 in der täglichen Dosis über SEO drüber geredet. Genau, die gab es damals noch nicht. Gab es gerade mal OnFetch.org. Da wusste nicht mal Clubhouse. Genau, da gab es noch kein Clubhouse. Boah, schöne Zeit, kein Clubhouse. Aber auf jeden Fall, das kennen wir auch noch. Ne? Also wo eBay quasi abgeschaltet hat und dann gemerkt hat, ja, eigentlich ist gar nichts passiert. Und ich glaube, wir kennen das von Airbnb, genau während Corona. War das nicht, dass Airbnb alles abgeschaltet hatte und dann, oh, dann, ja, ist eigentlich gar nichts passiert. Wir haben immer noch dieselben Sales, alles cool. Ne? Also von dem her, das ist natürlich hier eine Gefahr für das Google Business Model, was ja im Moment immer noch 99% des Alphabet-Konzernumsatz entsprechend verursacht, wenn man das so ausdrücken darf. Und ja, wirklich, wirklich sehr interessant. Ja, also das ist so. Ja, I guess one big takeaway from all of this is that not doing something needs to be tried as actively as doing things, or put correctly, subtracting from instead of adding to solution needs to be considered more openly. There was genau. Und das ist halt wirklich. Also man sollte auch mal Sachen einfach sozusagen, also nicht nur also etwas ausprobieren, sozusagen A/B-Testen, indem man verschiedene Sachen ausprobiert, sondern manchmal einfach auch, ich mache es jetzt nicht. Ne, und was ist denn da der Impact on the bottom line? Und gerade wenn es Ads sind, kann ich natürlich auch gleich wieder anschalten und alles ist wieder wie vorher. Zum Beispiel einfach sich mal zu überlegen, so, wir sollten einfach mal ein paar Monate keine Backlinks kaufen. Vielleicht mal schauen, was passiert. Geil. Ja, kann ich auch empfehlen. Also genau, Leute, die viel Backlinks kaufen, kauft mal keine Backlinks und dann guckt mal, dass eigentlich dasselbe passiert, was ihr dann wieder den Backlinks creditet. Genau, also kommt natürlich auf den Case an. Wenn ich eine ganz neue Domain habe, da mag das vielleicht nochmal helfen. Aber genau, also von dem her ganz gut, einfach mal Sachen weglassen und mal gucken, vielleicht beziehungsweise immer auch eine Hypothese damit verknüpfen. Ne? Also wenn ich das weglasse, dann glaube ich, passiert das. Ja? Und wenn das dann nicht eintritt, genau, dann könnt ihr euch hinterfragen, warum das wahrscheinlich der Fall ist. Also wenn ihr viel Ad-Spend habt, genau, mal wirklich on the chopping block, mal wirklich hier challengen. Und muss ja nicht gleich alles abstellen, ne? Ist ja klar, sondern vielleicht mal einen bestimmten Bereich, einfach mal Hypothese treffen und gucken, wie sich das entwickelt. Und dann schreibt drüber oder erzählt uns davon und erzählt dann hier in der täglichen Dosis Deo. Das würde uns allen auch freuen. Dann habe ich noch was Lustiges, und zwar, es gab so ein ehemaliger Googler, der hat auch immer diese lustigen Comics gemacht, ne? Und vor allem diese neuen, ganzen neuen Designs, also die ganzen neuen Logos hier quasi, die gelauncht wurden. Und er hat hier ein lustiges Spiel gemacht, ja. Play with our friends and colleagues, spot the official Google Product Logos while avoiding deprecated apps, non-official Logos and other traps. Ja, viel Spaß. Also, hä? Ja, also, hä? Ja, also H1 das ist auf jeden Fall Slack. oder Ja. 1H nehme ich. 1H. Das ist AdWords. auch AdWords, ja. AdSense, oder? Kann auch AdSense sein. Und das ist Wave oder war Wave, oder? Sehen natürlich auch alle echt aus. Das sieht natürlich auch echt aus. 7A ist Google Earth, glaube ich. Aber es darf auch nicht deprecated sein, ne? Also, das ist ja auch nochmal fies. Da sind ja einige Sachen, die es dann auch mittlerweile gar nicht mehr gibt. Das ist Wave. 2G ist Microsoft. 2G. Ah, geil, das habe ich gar nicht gesehen. Lustig. Lustig. Ja, also ich denke, auf jeden Fall auch 7H haben wir die Woche. in die World of Wooks. Könnt ihr euch angucken, könnt mitspielen hier beim Suchspiel. Genau, also wie gesagt, ich tue mir da selber die Zähne daran ausbeißen. Genau, vielleicht habt ihr mehr Glück. Schaut es euch an. Ich poste es natürlich nachher gleich in der World of Wooks. So, dann haben wir doch vielen Dank an Markus Walter. Genau, sensationeller Liebe SEO. Grüße an dieser Stelle. Genau, liebe Grüße an dieser Stelle an den Markus. Genau, sensationeller, sehr erfahrener SEO, aktuell Head of SEO bei der DIVA-E. Genau, war, wie auch hier, genau wie man lesen kann, vorher auch für ProSiebenSat.1 und gerade auch für 1&1 tätig. Da ist er mir dann auch aufgefallen, also grandioser Typ. Und genau, Head of SEO macht eine Menge Leadership dementsprechend. Auch DIVA-E hat ja auch ein relativ großes Team, ne? Und da erzählt er ein paar Schwanks aus seiner oder beziehungsweise Tipps aus seinem Leadership-Style. Also von dem her sehr lesbar und lesenswert, was der Markus hier zu sagen hat. Wie gesagt, erfahrener Head of SEO, kann man sich einiges abschauen. Ja, Und bitte? früher war er ein sehr, sehr guter Podcast-Host. Da haben wir Termfrequenz mit Jens Holtrat zusammen gemacht. Und Stimmt. das war sozusagen auch also mein erster Podcast, den ich früher gehört habe. Und ich fand es immer sehr, sehr spannend, wie die beiden dann interagiert haben. Da war er, glaube ich, als
Inhouse-SEO und nee, beide waren ja damals erstmal Inhouse-SEOs, als Jens noch bei der Telekom war Waren, und ja. viele Insights dann immer gebracht haben. Das war schon cool gemacht, also hat immer Spaß gemacht. Genau. Ja, genau. Sensationell. Lest euch durch hier in der Interviewreihe mit dem Darius. Gerade heute hat er auch einen neuen rausgelandet von Projector. Den Kollegen, das hatte ich noch nicht durchgelesen. Deswegen hier nur diese Empfehlung, aber generell ist diese Reihe hier von Darius auch immer sehr empfehlenswert. Der hat übrigens letzte Woche Geburtstag, habe ich in der World of Fuchs gratuliert. Du auch? Kam nicht Nee, ich habe zurück. ihm persönlich auf Facebook geschrieben. Ah, oh je, okay. Cool. Ich glaube, ich bin nicht connected, bin ich auf Facebook, kann das sein? I don't know. Facebook. Dann, was haben wir hier noch? Cooler Artikel hier über Local Search of Moz. Q1 Local Search Developments You Should Know About. Das lese ich, You Need to Know About. Genau, also Need to Know Basis. Genau, das lese ich natürlich immer ganz gerne, weil ich im Local Search ja nicht so bewandert bin. Deswegen ist das natürlich schönes Futter für mich, um mich da wieder aufs Laufende zu bringen. Genau, Google really wants local business to discover pointy. Ja, also hier genau, was ist das? Help customers find product they need. Connect your in-store products to online search with pointy from Google, free for a limited time. Aha, ne? Da kann ich jetzt quasi meine Warenwirtschaft da anschließen. Und free for limited time, ist natürlich auch wieder klar. Ja, Free to natürlich. Hey, play. Level und Schnitzel kriegst du gratis. Genau, learn from the best. Learn from the best. Genau, kennen wir alle. Google emphasizes recency of business status to bolster consumer trust. Ah, hier, confirmed by phone call 8 weeks ago. Sensationell. Ne? Also, dass ich ja wirklich diese Telefonnummer oder diese Business Hour stimmen wirklich. Und da habe ich auch wieder einen lustigen Case, weil wir wollen, also am Wochenende jetzt zu Ostern kommt meine Schwester mit ihrer Familie. Und da wollen wir in den Märchenwald nach Wolfratshausen. Das ist ein sensationeller kleiner Freizeitpark, ja, der Märchenwald. Ist echt cool. Mit der Eichhörnchen-Achterbahn. Das ist die einzige Achterbahn, die ich fahre, die Eichhörnchen-Achterbahn. Meine Kinder lachen sich immer schlapp. Bist du kein Achterbahnmensch? Nee, ich bin null Achterbahn-Fan. Null, ja. Genau. Aber Hätte ich auf jetzt jeden nicht gedacht. Fall steht auf der Webseite, dass die jetzt offen haben. Also, die haben jetzt schon offen. Auf Google steht noch, dass es zu ist. Was sensationell ist. Ich werde auch nichts sagen, ne, weil bloß nicht, weil am Ende des Tages stehen sie dann alle am Ostersamstag da auf der Matte. Also hoffe ich, dass das noch nicht geupdatet bleibt. Wie gesagt, ich wäre hier ein Nutznießer sozusagen dieser fehlerhaften Informationen. Bitte, bitte, also Oder wenn es noch der Fall ist, ich kann mal kurz gucken. Google Märchenwald. Google ist halt noch besser als deren Webseite. Das könnte ja auch sein. Nee. Die haben schon wieder offen, steht ja offiziell auf der Website. Die haben die extra geändert. Freizeitpark Märchenwald im Isartal. Vorübergehend geschlossen, Sister. So, Sister. Genau, und wir gehen auf die Website. Also, es hat auch meine Frau gesagt, dafür stimmt das nicht, aber ich glaube schon. Genau, gesund und so richtig. Okay, verstanden. Oh, diese Schriftart, ne? Also, hier, was ist das für eine Schriftart? Just saying. So, hier, ab 9. April wieder geöffnet, Sister. Ist wieder geöffnet, auf Google Maps noch nicht. Also bitte sag's nicht weiter. Ich will Vor nächsten allem Samstag auch geil, dass man runterscrollen muss, um das zu mit den Leuten da finden. drinstehen. Bitte was? Dass man auch runterscrollen muss, um das zu finden, finde ich halt auch nochmal sensationell lustig. Ja. Finde ich gut. Sollen alle da bleiben. Wie gesagt, ich war da schon mal fast allein. In diesem Märchenwald war ich auch schon mal vor Jahrzehnten. Also vor allem der Armin, der kommt ja immer nicht, da war ich mal vor Jahren, sondern beim Armin, das ist so gleich immer Jahrzehnte. Ja, ist schon weird, ja. So kurz vor meinem Schulabschluss in den 30er Jahren. Genau. Damals, wenn die Stummfilme noch im Radio liefen und Ja, die Gummistiefel aus Holz waren, ne? genau. Also auf jeden Fall lustig. Also bitte, auf jeden Fall nicht im Märchenwald anrufen. Bitte, bitte. Am Samstag will ich noch einen leeren Märchenwald haben. Wäre cool. Review Snippets can appear right on the map and it's pretty neat. Auch hier cool, ne? Review Snippets direkt quasi in den SERPs, also in der Google Map, finde ich auch interessant. Owner responses are finally showing on LSAs, ja, Local Service Ads. Was ist das? Owner responses. Ach Wir müssen aber so. auch gleich Ach weiter, so, mein dass Gott. diese Replies da auch gezeigt werden, okay? Ja, ich habe es auch fast. Gut, auf jeden Fall sind hier interessante Sachen drin. Sollte man sich angucken, wenn es über Local Search geht. Eins will ich noch erwähnen, nämlich das hier. Es gibt jetzt noch eine Trusted Badge von Google. Ne? Ein Trusted Store. Das finde ich auch nochmal interessant. Das hat jetzt eigentlich nichts mit Local zu tun, ja, im weitestgehenden Sinne. Und genau, eine Trusted Store Badge for Merchants who have an excellent Google Shopping Experience Scorecard Score. Ja, genau, kann man sich dann auch in der Google Merchant Center Insights entsprechend anschauen. Und das ist natürlich super. Ne? Also ich. Temporary for free as well, oder wie? Ja, wahrscheinlich. Ja, also ich glaube, das wird einfach so auch angezeigt. Ne?
Genau, hier sind diese Reports, ne? Da kann ich das auch Ja, wenn entsprechend Google anfängt, da sehen. 50 Euro für so ein Badge zu Aber das ist verlangen. natürlich auch nochmal ein Mords-Conversion-Treiber, würde man davon ausgehen. Genau. Und das ist das allerletzte noch für E-Commerce-Sites. Und dann, das machen wir dann, ja, das machen wir nächste Woche. Nächste Woche, am Donnerstag. Google Introduced Retail Search für E-Commerce-Sites. Es gibt nämlich jetzt auch eine, also die Google interne Suchmaschine für meinen eigenen Shop. Ne? Also das bedeuten, ich habe auch erst geklickt, habe was anderes gedacht. Nee, also, und sagen Sie auch, ne? Poor User Experience, das kostet Online-Retailers. Sie haben keine gescheite interne Suche. Ne? Jemand gibt ein Wort falsch ein, ein Produkt, ne? Und dann wird es eben nicht gefunden. Und jetzt kann ich auch sozusagen eine spezielle Google, also eine interne Google-Suche. Das haben wir auch noch früher, gab es ja auch das Google-Produkt, ne, die eigene Suche, gibt es jetzt sozusagen hier für E-Commerce, um eben Creating Better Customer Experiences hier zu gewährleisten. Also wie gesagt, wenn ihr da im E-Commerce-Bereich aktiv seid, dann solltet ihr euch vielleicht das auch noch anschauen. Und jetzt, wie gesagt, wir haben 13 Uhr, wir haben unseren Termin. Also von dem her, ihr seht es, wir haben noch einiges hier vor uns, aber das machen wir dann einfach am Donnerstag. Also ihr merkt, viel zu diskutieren. Der Hans als Besucher oder als Zauberer? Genau, als Zauberer. Geil. Wie kriegt man das? Ist das nur in den US aktiv? Aktuell? Scheinbar, genau. Scheinbar ist es nur in den US. Das hatte ich noch nachgeguckt. Genau, also von dem her, cool, dass ihr mit dabei wart. Wie gesagt, heute, wir müssen wirklich aufhören, weil wir haben jetzt ein Meeting mit unserem Team bzw. unserem Chef und den wollen wir natürlich nicht warten lassen. Aber wir alle sehen uns hoffentlich am Donnerstag wieder. Donnerstag um 12 könnt ihr wieder den Mittag mit uns verbringen. Das letzte Mal für diese Woche. Vor Ostern. Genau. Also, würde uns freuen, wenn der ein oder andere am Donnerstag wieder mit dabei ist. Haben wir sonst noch irgendwelche Events die Woche? Nee, gell? Nichts Offizielles, Nee. nichts Öffentliches. Genau. Eine Okay. ruhige Osterwoche sollte das werden. Genau. Also, die wünschen wir euch jeden Fall schon mal und ich hoffe, wie gesagt, wir sehen den einen oder anderen von euch nochmal am Donnerstag. Alles klar? Dann bis dann. Genau. Eine schöne Woche und einen guten Start in die Woche. Danke fürs Dabeisein, für die ganzen Kommentare, für die ganze Diskussion, für eure Interaktionen in der World of Vox. Ja, keep on waving, während ich das noch alles sage. Klasse. Ne, der Grüß auch Versuche es den, auch der einfach Alex nur hat weiter auch eine auszuführen. wichtige Deine Rolle Kinder rufen dich doch nur auf, in wenn wir dieser nicht Show. kommen, Ja? ne? Eine wichtige Rolle. Genau. Und in dem Sinne würde ich sagen, bleibt gesund und happy optimizing. Bis Donnerstag. Macht's gut. Tschüss. Guten Tschüss. Rutsch. Guten Rutsch. What? Auch gut. Also, Du musst, macht's glaube ich, gut. Tschüss. ausstellen. Du musst das schon.